Alter, was geht ab, Leute? Mir komme gerade vom nicht Ohrenarzt, wie nennt man das? HNO, Halsnasenohrenarzt. Bin ja gerade dabei, einfach mir alles abzuchecken, zu pimpen, zu wie nennt man das? Analysieren, verbessern, was mein Körper anbelangt. Wer die Folge gestern gesehen hat, ich habe gestern Nacht mein Portemonnaie, das hat so ein Kartenbehälter, wo alle meine Karten drin sind, und dann vorne kann man so ein Clip, und da kann man auch noch Geld, also 70 Euro sind weg, und dann halt das Problem ist alle meine Karten. Ich hatte jetzt heute Morgen hier einen Termin und ich habe meine Krankenkassenkarte halt auch da gehabt und die ist halt auch verloren gegangen sozusagen. Hat sich aber geregelt, also ich musste meine Krankenkasse anrufen und dann haben die das bestätigt und die schicken dann noch was zu, was ich dann denen dann einfach überreichen muss. Und ja, Krankenkarte ist in 10 bis 14 Tagen neu beantragt dann wieder bei mir. Und ja, dann wollte ich mir eine Ohrenreinigung machen oder erstmal überhaupt abchecken. Also ich meinte, weil man weiß ja nie, was da so sich anstaut, und vielleicht, ich benutze halt Q-Tips, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt gerade, Wattestäbchen, und kann ja sein, dass sich da alles irgendwie hochschiebt oder so, weil man sagt ja eigentlich, man soll die nicht verwenden und sich dann irgendwie da hinten lagert oder so. Aber sie meinte, alles super sauber. Ein Ohr hatte ein, zwei Haare vom Haareschneiden, was halt zu tief drin war oder so, hat sie rausgezogen, und mein Gott, das hat so weh getan. Ich spür's immer noch. Das hat keine Ahnung, wieso so weh getan, aber ansonsten ist alles sauber. Sie meinte auch, also das ist in Sachen Ohren oder so, ist es jetzt nicht so, wo man das irgendwie regelmäßig abchecken lassen muss oder so, wie Zahnarzt, wo man sich irgendwie ein, zweimal im Jahr das anschauen lassen soll. Das ist echt, ich soll mir da gar keine Sorgen machen. Immerhin. Ich bin in Mosach gelandet, Leute. Oh mein Gott, so ein netter Mensch. Jemand hat mein Ding gefunden, mein Kreditkarten-Set-Ding, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie man das Clip, mein Kreditkarten-Clip. Und hat mir gestern Nacht, ich habe es halt nicht gecheckt, ich habe halt nicht mein Bankkonto, meine Bankübersicht abgecheckt, sondern habe halt nur angerufen, zwecks Karte sperren. Und dann habe ich heute noch nachgeschaut, weil eine Kollegin meinte, hey, schau mal nach, ob jemand irgendwie die Karte benutzt hat oder so. Ich denke mir halt so in der kurzen Zeit sehr, sehr unwahrscheinlich. Das war eine Viertelstunde vielleicht gewesen, nachdem ich die Karte verloren habe und bis zum Anruf zum Sperren, weil ich habe es in der U-Bahn noch gecheckt, dass ich meine Karte nicht mehr habe. Und der hat mir eine Echtzeitüberweisung geschickt, 1 Euro. Und im Betreff stand halt, hey, I found your card. I found your wallet, please call me, und dann seine Handynummer. Das habe ich halt heute Morgen gesehen nach dem Arzttermin, habe angerufen, und jetzt treffen wir uns hier in Mosach. Und ja, also Krankenkasse habe ich neu beantragt, habe ich schnell angerufen, habe ich gesagt, ich brauche doch keine neue. Und crypto.com habe ich auch schnell den geschrieben, hey, ich brauche doch keine neue. Ist aber noch alles gefrozen, also ich habe in meiner App, kann ich das immer noch sofort freezen, was halt echt geil ist von crypto.com. Das heißt, selbst wenn, also eine Freundin hatte jetzt gemeint, hey, ich soll trotzdem jetzt hier vorsichtig sein. Was weiß ich, was der Kerl vorhat und was der mit mir macht und so weiter jetzt. Vielleicht will er mich entführen, damit er an meinen Crypto.com rankommen kann. Aber das ist ja prepaid, also da ist nur so viel drauf, wie ich halt aufgeladen habe. Also kommt nicht auf irgendwelche Ideen, mich zu entführen, Leute. Mein Geld ist gefreezt, 10 Jahre. Ihr könnt euch in 10 Jahren vielleicht entführen, aber jetzt nicht. Mein Gott, Leute, so ein netter Typ. Ey. Und auch, dass er auf die Idee kam, Echtzeitüberweisung, damit ich das halt so schnell wie möglich sehe. Möge Gott sein Auge küssen oder sein Herz küssen. Ey, Wahnsinn. Und er wollte nicht mal, also das Geld war auch noch drin, also 70 Euro. Ich wollte ihm natürlich direkt den Fuffi geben, als Findelohn, als Dankeschön, aber wollte auch nicht annehmen, also wirklich, wow. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass die Bankkarte wieder geht, also weil die habe ich ja gestern direkt sperren lassen. Und dann, ja, wenn ich schon mal hier in Mosach bin, können wir direkt den Kaufland abchecken. Vielleicht gibt es ja mal wieder geile Sachen, die wir da finden zum Testen. So, zu Hause angekommen. Bisschen eingekauft, aber es gab nicht so krasse Sachen, aber ich muss nur noch meine EC-Karte ancanceln. Hoffentlich klappt das noch. Und dann haben wir wieder alles geschafft. Wir haben Miet. Ich hatte schon länger Bock auf so Würstchen. So eine richtig saftige. Nicht Hotdog, aber so ein. Wie nennt man das? Ja, so ein Würstchen halt. Würstchen im Brot, keine Ahnung, wie nennt man das?
Hawaii Girl habe ich ja getestet. Hat mir nicht so getaugt. Ich habe auch mal den getestet. Die Köfte zum selber machen. Tiefkühlköfte. Hatte da aber nicht die Tiefkühlfalafel gesehen. Habe ich jetzt gesehen. Und was mein Interesse auf einmal geweckt hatte. Neuseeland Wagyu Burger. Oh mein Gott. Super saftig. Muss auf jeden Fall jetzt irgendwas essen. Habe heute noch gar nichts gegessen, weil ich so gestresst war. Aber jetzt ist hoffentlich alles wieder gut. So. Beyond Meat, Sausage, das Wagyu, Burger Patty und die Hawal. Da habe ich in meinen Airfryer getan. Ist lecker. Ich fand die aber, als ich vor Ort getestet habe, auch gar nicht so schlecht. Aber Tiefkühl hat besser geschmeckt. Also Tiefkühlköfte hat besser geschmeckt. Und das Tiefkühlfalafel schmeckt auch besser. Hab die einfach angebraten mit dem Burger Patty, also. Daran ist nichts mehr vegan. Das hat sich voll gesogen mit dem Wagyu-Saft, oder? Ich hatte schon mal Beyond Meat Burger. Habe ich keinen Unterschied geschmeckt. Aber hier schmeckt nicht so. Und Konsistenz auch gar nicht. Das ist viel zu weich. Das Äußere, wie eine Wurst. Aber innen ein bisschen zu weich. Jetzt ist das Wagyu Patty. Ja, sehr lecker. Das ist echt sehr lecker. Oh ja. Yeah. Jo, das war's auch schon wieder von mir. Also ich habe noch ein paar Sachen erledigt. Und gechillt gegessen, ganz viele Mangas gelesen. Es gibt einen neuen krassen K-Drama. Ich war ja eine lange Zeit auf diesem K-Drama-Zug. Hatte in letzter Zeit nicht mehr so viel Zeit. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der heißt. Der war irgendwie, hat irgendwie alle Rekorde gebrochen. Versuche ich jetzt demnächst noch anzuschauen, vielleicht später noch. Heißt Squid Game. Ein Kollege meinte, Kuss geht raus an Pogo Munich. Ist eine Mischung aus Hunger Games und Haus des Geldes. Okay, das klingt schon krass. Genau mein Geschmack. Ansonsten, Training ist nicht ausgefallen, aber Bargisch wollte alleine seinen Kopf frei kriegen. Kein Problem. Habe ich ein bisschen Zeit. Ich hatte heute genug Action. Also ich brauche auch Zeit zum Runterkommen, weil, Alter, das war eine Achterbahn der Gefühle. Hey. Was für eine Erleichterung das ist, wenn man das wiederbekommt. Krass. Wo ist es? Kuss geht raus an diesen Menschen, an diesen Typen, der mir das einfach, Alter, er hat sogar 1 Euro geopfert und seine Zeit, hat mir eine Überweisung gemacht, damit ich das sehe mit einer Nachricht und wollte dann nicht mal Finderlohn, Alter, danke, Mann, danke, was kann man sonst sagen, außer danke, dieser Dank, den ich fühle, diese Erleichterung ist unbeschreiblich. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt auf Twitch und Instagram in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren. Serious Business und ciao.